Hallihallo, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Arc-Video. Wie ihr seht, wir sind wieder in meiner Base. Und ich dachte mir, ich habe wieder ein bisschen Offscreen gespielt. Ich habe jetzt ein bisschen Honig. Das heißt, wir können tatsächlich demnächst vielleicht auch auf Schneckenjagd gehen. Also, ich habe nicht viel Honig bisher zusammenbekommen von dem Bienenstock, 7 Stück. Aber besser als gar nichts, sage ich immer. Ich würde aber gerne zuallererst, wir haben wieder Eier, die wir noch ausbrüten könnten für unsere Bosskampf. Was ist das? Ah, Archaeopteryx-Eier, okay. Und die würde ich jetzt einmal versuchen auszubrüten, weil bevor es nachher zu kalt wird und wir sie nicht mehr ausbrüten können. Übrigens gab es ein Update und die Waffe vom SS-Terminal sieht jetzt voll komisch aus. Schauen wir mal, ob da was Cooles dabei ist. Sie sehen alle, gefühlt sehen sie alle gleich aus. So. Schauen wir mal, ob da noch was dabei ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was mit den zwei passiert ist, mit denen ich jetzt... Das sind ja meine beiden, mit denen ich so ein bisschen kämpfe. Keine Ahnung. Kann ich dich mitnehmen? Kann ich das alles tragen oder bin ich überladen? Nee. Perfekt. Würde ich die nämlich hier hinstellen und die Jungtiere hier ausbrüten, dann steht die nicht mehr so im Weg. Vielleicht genau hier so neben den Futtertrog. Hat die hier. Ja, die ist hier immer noch betriebsbereit. Aktivieren. Kriegt sie noch ein bisschen Food rein. Und dann. Ich habe übrigens mir so ein Chibi vom Sommerbatch-Event noch geholt, damit wir die. Weil wenn man den auf Level, ich glaube, 10 kriegt, durch so Alphas bekämpfen, dann kriegt man ja da auch noch Zusatzlevel. Also du hast... Was Lilan ist an dir? Also wir gucken uns erst die Männchen an. 189, 191, also bisher... Oh, 4 plus auf Gesundheit. Klar, auf Angriff wäre auch cool, aber 4 plus auf Gesundheit und Level 191. Die Eltern waren 187 und 100. Das heißt, der hier wäre auf jeden Fall schon mal ein Favorite. 189, 189, 187. Dann tun wir auf jeden Fall mal, warte. CS-Terminal. Und machen da mal alle außer diesen 191 rein. Bei den Mädels 187, 187. 189 und 2 plus auf Ding. Würde ich hier den 189 nehmen. Würde ich die beiden nämlich altern. Ich, habe ich nicht noch was aufwachsen lassen? Warte mal. Was hatten denn die beiden, die ich habe aufwachsen lassen? Ah, das Hühlerbaby, was ich noch habe. Das könnten wir noch heranwachsen lassen, was ich im Wetwood bekommen habe. Wo sind denn die, die erwachsen sind? Hier. 139, 175. Ojemine, die sind natürlich nicht so hoch vom Level. Das sind alles Kinder. Das hier ist 185, 125, 125, 139, 139. Hier 189, aber dann wäre der andere mit 100 auf jeden Fall besser. Die wäre 87. Okay, mehr haben wir nicht. Ich würde gerne noch Thylas züchten für den Ding, aber ich glaube, wir haben keinen männlichen Thyla. Oder haben wir jetzt inzwischen einen männlichen Thyla? Ah, ne, ich glaube, wir haben nur Weibchen. Ich glaube, das brauchen wir noch, einen männlichen Thyla. Kann man hier nicht suchen, wenn man so nur Buchstabe oder sowas angibt? Ja. Ja gut, nee. Sieht schlecht aus. Ja.
will ich die beiden jetzt hier mal noch die vier, drei noch aufwachsen lassen. Ich war übrigens im Redwood. Ich habe leider sowieso keine gute Thyla gefunden von dem her. Habt ihr jetzt Kleinfutter bekommen? Sehr gut, dann... Der Stego sieht ja auch krass von den Farben aus. Dann passt das. Das war das Erste, was ich machen wollte. Dann wollte ich mal oben gucken, wie viel Gemüsekuchen wir eventuell für ein Ding machen können. Gemüsekuchen machen wir hier drin. Ich glaube, 2 braucht man pro Gemüsekuchen. Wir haben 7. Das heißt, wir könnten theoretisch 3 Gemüsekuchen machen und gucken, wie viel wir davon kriegen. Einschalten. Perfekt. Ich habe noch so viel Gammelzeug. Mal hier noch ein bisschen Narkosemittel mit, kann man vielleicht immer brauchen. Und dann wollte ich noch neue Munition machen für meine Flinte. Muni. Wir haben 202. Ich guck mal, ob das machbar ist. 173. Ich weiß nicht, was dann der ist. Wahrscheinlich Narkosemittel. Keine Ahnung. Aber das brauchen wir nicht unbedingt, weil wir haben ja so Pfeile für Ding. Für die Ding müssten die normalen Pfeile reichen. Dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht 1, 2 Dings kriegen. Schnecken. Ich glaube, wenn wir in die Richtung fliegen, müssten wir ja zum schnellsten Sumpfgebiet kommen. Ja. Wenn wir so fliegen. Dann gehen wir jetzt kurz im Sumpfgebiet nach 1, 2 Schnecken gucken. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, Gemüsekuchen. Also ob uns ein Gemüsekuchen pro Schnecke reicht, dann würde ich nämlich 3 Stück mitnehmen. Dann haben wir nämlich kein Zementproblem mehr und das wäre auch schon mal eine große Hilfe. Und das hier ein Bergdodo. Ein Klippendodo. Ja, genau. Und nur, dass ihr euch nicht wundert, der Part, der kommt ja mit noch einem anderen oder kommt am Montag raus und am, also momentan kommen bei mir ja Montag und Samstag hier ein Part raus von ARK. Das liegt einfach daran, dass es mir gerade Spaß macht und ich halt gerade viel gehabt hatte, was ich so aufnehmen kann. Oh, stimmt, das wollte ich ja auch mal noch unbedingt mal ausprobieren. Gigaraptor. Und da mir das jetzt gerade halt sehr viel Spaß macht, es kann aber auch sein, dass auch wenn gerade vielleicht viel bei mir auf so außerhalb... Was ist das? Das sind 2 Diplos. Ich dachte, was ist das? Viel los ist auf der Arbeit oder so, oder ich einfach gerade mal keine Zeit habe, dass dann auch mal nur ein Video pro Woche kommt. Das ist jetzt halt, weil ich viel gehabt habe, was ich aufnehmen für euch konnte und viel Lust auf ARK hatte. Es kann aber auch sein, dass wieder nur Parts kommen, wo nur ein oder zwei Videos... wo nur ein Video pro Woche kommt. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. Wenn ich die Zeit habe und die Lust und es viel gibt, was ich euch aufnehmen kann, dann gibt es 2 Parts und wenn ich... Abgesehen, der ist rot geworden, der wollte mich angreifen. Und wenn ich keine Zeit und so gerade habe, dann kann es auch sein, dass mal nur ein Part kommt. Gali müsste ich auch mal irgendwann noch. Also müssen muss ich nicht, aber ich würde gerne mal auch noch irgendwann einen Gali zähmen. Ich habe noch nie einen Gali gezähmt. Also ich habe es mal probiert und dann sind sie mir immer abhanden gekommen.
Und dann war es mir irgendwann zu blöd. So. 85. So, jetzt sind wir hier. Diplocaulus. Zwei Diplocaulus. Aber wir suchen keine Diplocaulus, sondern wir suchen auch gerade kein Bionics Level 35. Ich suche zwar ein Bionics, aber nicht Level 35. Da ist eine Schnecke. Ah, scheiße. Aua. Hilfe! Falscher Teil! Falsches Ding! Hilfe! Oh, jetzt kommen da auch noch Rexe! Ich kümmere mich um die Boa. Okay. Puh. Mal kurz quickly escalated. Hat mich jetzt noch irgendwas angegriffen? Nein. Doch, irgendwas plagt mich doch da. Diese blöden Fliegeviecher. Warte mal, ich mach das mal kurz in den Vogel rein. Ich wollte irgendwas machen. Eigentlich. Bevor es so eskaliert ist. Ah. Wieso habe ich die Waffe jetzt hier drauf? Und meinen Speer, wo habe ich den? Oh, mein Speer nicht mehr. Huch. Den habe ich bestimmt beim Ausräumen mal aus Versehen. Hi, kleine Spinne. Spinne, sage ich schon. Sna. Schnecki. Hä, wo ist jetzt wieder die Schnecke? Da war doch gerade eine Schnecke. Schnecke, bei mir hast du ein besseres Leben. Ah, hier. Und sie braucht nur einen Gemüsekuchen. Sie sind nicht mehr. Sollen dieses ganze Grünzeug doch einfach nur im Weg? Ich finde meine Schnecke nicht mehr. Bis ich sie wieder gefunden habe, ist die Narkose wahrscheinlich wieder ganz unten. Ah, da. There she. Run. Jetzt hungere ich auch noch. Da will man doch nur sehen, gemütlich drei Schnecken für Zement besorgen. Und was ist? Es läuft nicht. Du nimmst die anderen wieder zu dir und passt für mich drauf auf, gell? Habe ich jetzt so viel Schrott in meinem Inventar? Mag es gar nicht glauben. Wag es nicht. Meine Schnecke. So geht bei der das so schnell runter. Aber das Futter ist auch schon voll tief. Müsste eigentlich gleich fressen.
Ich bin nicht so gerne in dem Gebiet. Es gibt so viel Unsympathisches. Wie Sagros. Oh, ein Dödikaus. Fiomia stört mich eigentlich nicht. Dödi auch nicht. Was läuft da riesiges rum? Ah, nun Diplokraulus. Diplodokus. Jetzt komm, Schnecki. Wie viel muss die runtergehen, damit die frisst? Braucht die mir jetzt noch Narkose? Nein! Muss kurz den Raptor schnell von der Schnecke wegbringen. Schnecki, lebst du noch? Ach, Gott sei Dank. Oh, ja. Ist jetzt aber auch wieder quickly escalated. Ich sag ja, ich mag dieses Sumpfgebiet nicht so. Ich glaube, hat dieser Frosch 10. Braucht man nicht. Lasst mich alle, ich will nur Schnecken. Oh, Bionics. Aber ich habe keinen Fisch dabei. Oh, Bionics 130 sollte man eigentlich fast mitnehmen. Aber wo kriege ich hier in diesem Gebiet Fisch her? Macht da so komische Geräusche. Ich spiele so selten mit Ton. Ich kann die Tiere immer nicht am Ton erkennen. Sympathisch. Ich sollte mir angewöhnen, auch immer Fisch dabei zu haben. Fürs nächste Mal. Wir sind ja jetzt auf der Suche nach Schnecken. Da ist noch eine Schnecke. Wir müssen uns fast in diesen Krieg hier ein. Mission, oh je, 75, ob wir das hinkriegen. Vor allem sind es zwei. Okay, einen haben wir fast down. Den schwächeren. Glaube ich. Ne, den größeren haben wir gleich down. Die Musik. So. Okay, der schwächere. Hat sich währenddessen regeneriert. Hey, das ist meine Schnecke. Oh, die ist halb tot. Oh, das ist eine Rignatus. Das ist ein Männchen. Sehr gut. Für das Pheromon. Und für Chitin nehmen wir es auch noch mit. Hi! Habe ich nicht gesehen, ob wir es Pheromon bekommen haben. Ja! Sehr gut, weil ich habe Brontos. Ja, die Schnecke hat sich fast wieder komplett erholt. Perfekt. Oh, und da ist sogar noch eine zweite. Nein! Blöder Dilo.
viele von diesen Motten sind denn hier? Scheiße. Hoppala. Vielleicht hätte ich die andere Muni nehmen müssen. Die hat 40. Oh, Blutigel! Das ist jetzt auch etwas, was ich jetzt gerade nicht brauche. Und noch einer. Oh nee, jetzt geht die ins Wasser, da ertrinkt die mir ja, oder? Ich warte mal kurz, ob sie rauskommt. Beziehungsweise, da kommen noch mehr Blutegel! Ich suche mir eine andere Stelle, die ist mir zu blöd. Spinnies, where are you? Komm. Und noch ein Sakro. Ich hätte halt gerne am liebsten eine Schnecke so am... Am Rand, weil am Rand... Es ist ja noch verhältnismäßig ruhiger. Die Blokaulus. Oh, ein blauer Frosch. Baryonyx. I need a snake. Mal ein kleines anderes Gebiet. Ich finde ja auch einfach keine weiteren Schnecken mehr. So, hier so am Randgebiet, ey. Sag mal, wo sind noch Sumpfgebiete hier in der Gegend? Ah, wir sind schon fast am Redwood. Fliegen wir mal in die Richtung. Oh, 120er Baryonyx. Ich liebe ja die Baryonyx, aber... Hallo Redwood! Oh, der bringt ein Pronto-Baby um. Ah, das war ein Diplo-Baby. Ich will nur eine Schnecke.
Wo ist denn hier das Ende von diesem Sumpfgebiet? Oh ja. Schon noch ein ganzes Stückchen. Ich dachte, vielleicht finde ich noch mal am Ende irgendwas. Ich glaube, hier oben weiß ich jetzt nicht so. Oh, irgendwer greift dann schon wieder, Hier zu unserem Gemüsekuchen, aber der ist ja bei ihm hier im Inventar länger hältbar, oder? Frisst ja auch Gemüsekuchen. Hä? Was ist unser Gemüsekuchen? Sag mir jetzt nicht, dass der Vogel den Gemüsekuchen gegessen hat. Hä? Nee. Frisst der Vogel auch Gemüsekuchen, wenn er verletzt wird irgendwie? Oder habe ich den irgendwo verloren? Kein Gemüsekuchen mehr. Na gut, in dem Fall können wir nach Hause zurück. Ohne Gemüsekuchen müssen wir auch nicht weiter nach Dings suchen. Naja, wir haben aber eine bekommen, die produziert uns ja auch schon mal ein bisschen. Gott sei Dank haben wir keine weite Schnecke bewusstlos gehauen und dann uns geärgert, weil kein Ding ist. Mama, die machen wir ins Gewächshaus, weil dort produziert sie uns dann, wenn es gut läuft, Chitin. Guck mal. So, Schnecki. Produzier uns mal ein bisschen was. Schau ich jetzt nochmal. Ich will nochmal gucken, ob wir nochmal Honig haben. Weil wir können Honig hier reinziehen. Und dann haben wir nicht das Problem, dass wir gestochen werden, wenn wir an den Beehive gehen. Okay, ein. Sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen. Hi. Und du? Die Thüler. Das Thüler-Baby. Bräuchten halt noch einen männlichen Thüler, um Thülers züchten zu können. Und einen männlichen Agi brauchen wir auch noch. Dann können wir mal noch kurz hochgehen. Und gucken, ob wir jetzt die Schmelze und so herstellen können. Also wir haben Industrie-Cooker, wir haben die Dings und das. Was gibt's denn noch Industriemäßiges, was wir noch herstellen müssen? Industrie. Stimmt, wir wollten auch noch so eine Windturbine fürs Dach herstellen. Und wir wollten das hier. Dann machen wir erstmal, gucken wir erstmal, ob wir 202 Schmelzen herstellen können. Nein. Öl. Uns fehlt 76 Öl. Na toll. Brauchen wir für das Ding auch Öl? Nö. Stellen wir zum Beispiel das schon mal her. Und dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis unsere Käfer wieder Öl produziert haben. Ich habe halt ein bisschen Öl benutzt jetzt, um
Räucherfleisch herzustellen. Die Frage halt, machen wir es dann auf dieses Dach oder auf das Dach? Weil da haben wir noch kein Dach. Warte mal. Warte mal. Ich gehe einmal noch mal kurz runter, gucken, ob ich unten noch Dach habe. Ah ne, ich habe ja jetzt extra eins für Strukturen. Wartet mal. Ja, ein bisschen haben wir Dach noch. Was haben wir hier noch? Zwei Wände brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir, der Rest brauchen wir jetzt nicht. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit auch einen Rex und ein Megatherium für die Zucht. Allerdings fehlen mir sowohl als auch für die Zucht, also von beidem für die Zucht fehlt mir ach, jetzt habe ich eins daneben gehauen. Fehlt mir jeweils immer noch das andere Geschlecht. Für die Bosszucht. Oh, ich bin nicht runtergefallen. Na, krank sein, ich sag euch immer doof. Vor allem, ich habe jetzt, wo ich aufnehme, in der Woche auch noch Urlaub. Das ist halt immer doppelt doof, wenn man krank ist und Urlaub hat. Also ich jetzt gerade den Part auf, da habe ich Urlaub. Was ist jetzt hier für der Taste 8? Also im Darm auch nicht wundern, wenn ich zwischendrin mal ruhig bin. Ich habe jetzt nicht direkt Halsweh mehr, Gott sei Dank. Aber es schlaucht. Oh, ich hatte mal einen Musiklehrer, der hat immer gesagt, wenn man krank ist, soll man bloß nicht räuspern. Das ist nicht gut für die Stimme. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich bin nicht musikalisch begabt. Womöglich ist das dann. Aber womöglich will ich ihm mal zutun, dass er Ahnung von der Stimme hat als Musiklehrer. Also Schulmusiklehrer. Ich weiß nicht. Muss aber auch gestehen, dass ich jetzt nie so der große Fan von Musiklehrern war. Weil. Wie soll ich denn das? Wie formuliere ich denn das am besten? Ich war jetzt nie. So der begabteste Musikschüler.
mich das Ding möglichst zentral haben, dass das mir hier das ganze Ding Strom versorgt. Wo ist jetzt mein zweiter Vogel hier? So. Der sieht voll schön aus. Aber vielleicht ist das auch einfach nur die Farbding. Warum haben wir noch was? Wir haben jetzt das, wir haben das. Wir brauchen jetzt halt noch Öl. Ich weiß gar nicht, ist da noch Öl drin, das verbraucht wird? Nee. Okay. Ich glaube, da können wir dann mal ausmachen, oder? Industry. Ja, uns fehlt immer noch Öl. Wir können natürlich auch Öl holen gehen, noch kurz. Ich habe jetzt natürlich wieder nicht auf die Uhr geguckt, wie lange der Part schon geht. Na, ich hole Öl aufs Gehen. Wie lange brauchen die noch? 39%. Auch noch ein bisschen. Was könnten wir jetzt noch machen, was nicht so lange dauert? Farmen brauchen wir nicht mehr. Wir haben das in Öl gemacht. Honig, das, eigentlich nichts mehr groß. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Ah, wir könnten noch mal gucken, ob wir vielleicht noch mal ein Chippy machen können. Das könnten wir noch mal gucken. Der Sommer ist ja bald rum, brauchen wir so Sachen nicht mehr. So Skins und sowas. Können wir noch einen machen? Können wir noch einen machen? Ja, vielleicht kommt was Besseres raus. Ich habe den ja jetzt noch nicht gelevelt. Und Para, na prächtig. Ein Dodo. Komm, wir probieren nochmal. Ich weiß, man kriegt sie ja auch später dann von Bosskämpfen, aber für Bosskämpfer sind wir alle noch nicht so weit. Was ist das hier? Mosotypicus. Ach, das ist dieser Affe. Dann nehme ich den Para. Ich liebe Paras. Ich hätte gern Agi. Ich weiß gar nicht. Gibt es Agis als Chippy? Was ist das denn? Ah, Iguanodon. Hätte ich jetzt an dem Bild auch nicht erkannt. Iguanodon ist halt auch cool. Einen machen wir noch. Na gut, wir können keinen mehr machen. Dann nehmen wir den Para. Paras gehören zu meinen Lieblingsdinos. Wie machen wir das jetzt nochmal? Wir müssen hier einmal raus und dann bei uns ins Inventar. Mein Kabadobis können wir ja danach auch noch leveln. Gucken, wie er aussieht. Aber sieht die Kabanome schon spannend aus. Der hat nicht mal eine besondere Farbe. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich fast sagen, dann beenden wir den Part wieder und gucken, dass wir beim nächsten Part dann vielleicht die Industrieschmelze herstellen können. Und ja. Und dann werde ich offscreen wahrscheinlich nochmal nach einem endlich mal einem halbwegs hochleveligen Agi-Männchen gucken, dass wir Agis züchten können. Ich habe für Bosskämpfe. Die Aalos, die züchte ich ja. Ich würde für Bosskämpfe gerne noch Dings züchten. Megatherien für die Spinne. Da habe ich jetzt ein Weibchen, wie ihr seht. Da bräuchte ich noch ein Männchen. Und ein Rex. Ich glaube, Rex habe ich auch einen, aber da habe ich das Männchen. Da fehlt mir ein Weibchen für die Zucht, dass wir mit der Zucht anfangen können. Genau. Und Thylas, da fehlt mir auch ein Männchen. Also zwei männliche, einen männlichen Thyla, einen männlichen Megatherium und einen weiblichen Rex.
Da werde ich mir auch merken. Und vielleicht mal noch einen weiblichen Otter. Dann könnten wir auch Otter züchten. Und was ich halt gerne noch züchten würde irgendwann, sind dann die Baryonyxe. Genau, aber ich glaube, ich würde dann tatsächlich wieder beenden für heute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss, eure LA.